Sollen wir das gleichzeitig sagen? Hallo Freunde. Okay. Hallo Freunde, heute ist wieder ein neues Video von uns am Start und wir machen heute wieder was total Innovatives und Kreatives, nämlich die Wer lügt besser Challenge. Wir haben jetzt jeder 5 Sachen mitgebracht zum Dreh und werden uns dann versuchen, gegenseitig anzulügen. Genau, und wir können, wenn wir so sitzen, nur unsere Augen sehen, ja. Was eigentlich ganz gut ist, weil wenn ich lüge, lache ich zum Beispiel immer sehr viel, vielleicht ein Hinweis, aber vielleicht auch nicht. Es kann vielleicht schon ein Hinweis sein oder es ist auch mein Pokerface und ich sage die Wahrheit. Okay, dann let's go. Also ich fange jetzt die Challenge an. Das erste, was ich hier habe, ist das hier. Mal gucken, ob Steffi gucken wird oder schaffen wird, ob ich lüge oder nicht. Also, ich habe hier diese Dinger. Das sind Kopfhörer. Die sind von der Marke Apple. Sie sind weiß und sie sind kabellos. Kann sie im Ohr haben und kann dann draußen einfach rumlaufen, um so ein nerviges Kabel zu haben. Das ist meine Beschreibung. Ja, das ist die Wahrheit, weil du welche hast. Aber es könnte natürlich jetzt sein, dass die nicht von Apple sind, weil du ja viel auf Wish bestellst und dann sind das vielleicht auch gefälschte. Also sage ich, das ist eine Lüge. Du hast recht, es ist eine Lüge, aber dein Hinweis war falsch. Es waren nämlich einfach die ersten Apple-Kopfhörer der ersten Generation. Okay, aber damit Punkt für dich. Meine erste Sache, die ich habe. Ich habe mitgebracht ein leckeres Apple-Cider, was ich aus Holland mitgebracht habe. Das ist in einer Flasche drin. Da ist ein kleiner Fuchs drauf und der Geschmack ist Juicy Apple. Ist wie gesagt aus Holland, aus unserem letzten Urlaub, ja. Wo Franz auch Videos drüber gemacht hat. Könnt ihr gerne mal reinklicken. Und ja. Ich würde sagen, das ist die Wahrheit. Richtig! Und wisst ihr auch wieso? Weil ich das jetzt trinken werde und du musst es mir aufmachen. So, meine zweite Sache ist das hier. Ich weiß nicht, vielleicht, ob das von euch noch irgendwelche Leute kennen werden. Ich bin mal gespannt, was Steffi dazu sagt. Also, ich habe hier so ein Stück Papier. Das ist praktisch eine Sammelkarte und die kannst du so auf den Tisch legen und dann kannst du mit einem anderen Gerät da drauf filmen so und dann erscheint vor dir in 3D so eine Figur zum Leben. Okay. Ist das wahr oder ist das eine Lüge? Also irgendwie sagt mir das was, weil das gab es tatsächlich mal. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Zusammenhang. Ich sage, es ist die Wahrheit. Ja, ist die Wahrheit. Seine AR-Karte vom Nintendo 3DS. Ach krass, okay. Zeig mal. Ich habe etwas mitgebracht. Das sieht ja, erstmal aus wie so ein Stück Stoff. Es ist eigentlich ja, so fliederfarben. Man kann es in die Haare binden. Und ja, ist ganz leicht. Und ist jetzt eigentlich so ein bisschen wieder modisch geworden, also viele tragen es und ist ein gutes Haaraccessoire. Ist das? Gummi. Ein Gummiband ist noch da drum. Und es ist so ein bisschen, sieht so crepe-artig aus. Also ich bin ehrlich, ich kann mir gerade nicht wirklich was darunter vorstellen. Ich habe jetzt erst an diese... Ich kann es nicht mal beschreiben. Ich sage, das ist eine Lüge. Falsch, es war richtig. Es ist ein Verdammt! Haar. Verdammt! Tja! Ich wusste nicht, was, dass es sowas gibt! Oh mein Gott! Ja, doch! Okay, dann meine nächste. Also, ich habe hier in meiner Wundertüte mal wieder was ganz Schönes. Ich muss das erstmal auspacken, weil das hier noch in so einer Tüte drin ist. Und es ist das hier. Es ist ein Smartphone. Es ist Smartphone in der Tüte. Etwas schwerer. Es hat einen länglichen Home-Button. Es ist zufälligerweise ein etwas älteres Gerät. Es steht ein dicker Samsung-Schriftzug hier oben drauf. Ah. Und ja,
Es hat einen Klinkenanschluss, SIM-Karten. Also mich irritiert es gerade ein bisschen, dass es in einer Plastiktüte drin ist, aber es ist wahrscheinlich ein älteres Samsung-Modell, so eine Art Tablet, würde ich eventuell sagen. Ich meine, eigentlich muss ich ja nicht raten, was es ist, ne? Ich muss ja nur beschreiben, was du hast, und ich muss raten, ob es eine Lüge ist oder nicht. Ich sag, ja, da es jetzt wirklich in einer Plastiktüte drin war und Samsung draufsteht. Hattest du damals Samsung? Ich glaube, du hast immer nur Apple. Eins hatte ich mal. Eins hattest du mal? Tatsächlich. Okay. Und wie ich dich kenne, hättest du es eigentlich jetzt schon wieder verkauft. Deswegen wundert mich, dass du es überhaupt noch hast. Ich sag, das ist eine Lüge. Das ist tatsächlich eine Lüge. Ich habe hier das allererste iPhone, das iPhone 2G in der Hand. Eine zeig mal, echte Rarität. Wow. Gut, machen wir weiter. Steht 3-1 für mich. Stimmt, verdammt. Darf ich mir jetzt eigentlich dann, wenn ich gewinne, irgendwas ausdenken, was du dann machen musst? Tschüss, kommt dann mit Bestrafung. Ja, ist doch so. Ja, wofür ist denn das Spiel dann gut? Okay, ich habe ein kleines Mitbringsel dabei. Das ist ein Elefant. Der ist orange mit verschiedenen Punkten. Hat einen Wackelkopf. Und ist aus unserem Urlaub auf Mallorca mitgebracht worden. Das habe ich auch am Markt gesehen und fand das ganz süß. Ich habe es dann direkt mitgebracht. Ich glaube, das ist wahr. Als ob! Das ist kein Elefant, das ist eine Schildkröte. Verdammt! Nein! Okay, ich kann eindeutig besser lügen. Verdammt! Das nächste, was ich habe. Okay. Das ist ein USB-Stick, praktisch. Aber das ist kein normaler USB-Stick. Das ist halt ein USB-Stick, den nutze ich halt sehr gerne zum Videoschneiden, weil der hat einen Eingang, der ist halt USB-A für den PC. Und dann hat er noch auf der anderen Seite einen Lightning-Anschluss, wo ich dann halt Sachen vom iPad bzw. vom iPhone direkt draufladen kann und diese dann direkt auf meinem PC machen kann. Und damit schneide ich, das benutze ich momentan sehr gerne, weil ich hatte ja vorher den Mac, da konnte ich alles mit AirDrop rüberporten. Und jetzt brauche ich halt einen USB-Stick, um das zu machen, weil, ja. Weil Drittanbieterprogramme sind scheiße. Ich glaube, das ist gelogen. Du benutzt kein USB-Stick dafür. Sicher? Ja. Steffi hat recht. Ich muss dazu sagen, ich benutze doch ein USB-Stick momentan. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt nächstes hat. Jetzt kommt die vierte Sache. Es handelt sich um einen Zahnstocher, der aus Holz ist. Hat aber so, hat so eine leicht rötliche Färbung, weil es extra, sag ich mal, für die hinteren Zähne ist. Also wir haben verschiedene Zahnstocher zu Hause, eine für die vorderen Zähne und eine für die hinteren Zähne. Und der rote Zahnstocher, damit man halt besser dann die Sachen rausbekommt. Das ist eine Lüge. Da gibt es auch zwei Enden, eins halt zum Messer hinten sauber machen und eins zum vorne sauber machen, für die Schneidezähne. Das ist eine Lüge, sowas gibt's. Bist du nicht immer noch dafür, dass es eine Lüge ist? Ja, ist eine Lüge. Er hat recht, es ist ein Strohhalm. Aber auch Pappe. Okay, ich bin mal gespannt, was du zu meiner letzten Sache sagst. Ja. Die ist nämlich gut und du lachst nicht, wenn du es siehst. So, das ist meine letzte Sache. Es ist... Also wir haben vor kurzem gab es in den in Kinderjoys so welche Mario-Figuren. Und die waren so klein, die konnte man halt sammeln, die gab es in vielen verschiedenen Varianten. Und ich habe hier halt einen Feuer-Luigi, also den Luigi mit der weißen Mütze. Irgendwie hast du gerade so verdächtig geguckt und auch überlegt, ganz kurz. Ich habe hier ein Ich habe kurz überlegt, welches Power-Up das war. Ach so. Ich weiß, dass du auch sehr viel Kinderjoy gegessen hast, auf jeden Fall, um auch diese Figürchen zu bekommen. Kann gut sein. Kann gut sein. Ihr wart ja, glaube ich, irgendwie zu mehreren Mal unterwegs, einfach um Kinderjoy zu essen, aber okay. Ich nicht. Kann gut sein, dass da dieser Luigi drin war, aber da ich glaube, dass du jetzt irgendwie versuchst nochmal zu lügen, weil dir das anscheinend mehr oder weniger so ein bisschen liegt, sage ich, es ist
Das ist eine Banane. Ja. Also meine letzte Sache, das ist was richtig Praktisches. Das kann ich überall mitnehmen. Knoppers. Nein. Quadratisch, praktisch, gut, nein. So Rittersport. Das kann ich praktisch überall mitnehmen oder kann da Make-up-Sachen reintun vielleicht oder nasse Sachen, also so Bikinis. Das ist so ein kleines Täschchen mit bunten Streifen. Da steht eigentlich auch Bikini-Bag drauf, aber ich könnte auch Shampoo mitnehmen. Also jetzt gerade in der warmen Sommerzeit kann man da schön Sachen reintun und ist halt sehr klein. Man kann das auch in jeden Rucksack dann nochmal reinstecken, in jede Tasche und ist halt wasserdicht. Also so eine Art Kulturbeutel. Genau. Ich sag, das ist wahr. Yes! Wow! Super! Gut. Okay, dann müsstest du jetzt eigentlich... Ich hab jetzt... Okay, wir sagen so, Steffi hat auf jeden Fall deutlich gewonnen. Da du wisst jetzt den Punktestand nicht genau. Ihr werdet das jetzt im Video genau sehen. Wir wissen es jetzt nicht ganz genau, weil es ein bisschen so verstammt worden ist. Aber ich habe auf jeden Fall deutlich verloren. Das nehme ich auch ein. Und Steffi kam eben noch auf die Idee... Damit es ein bisschen interessanter ist, ich darf mir jetzt auch eine Sache aussuchen, weil er verloren hat, eine Art Bestrafung und meine Bestrafung wird sein... Okay, also zur Bestrafung wird Francis jetzt ein Esslöffel, kein Teelöffel, Maggi essen. Okay. So, hier setzt seine Bestrafung ein Esslöffel Maggi. Das wird so widerlich. Guten Appetit. Ja, ich mach das hier über der Spiegel. Ich glaube, das ist doch kein Gift. Ich glaube, das soll man gar nicht so machen. Nein. Ich schub das einfach direkt runter. Das ist wie Medizin, wie Hustensaft. Bah, voll widerlich. So, Freunde, das war's jetzt mit der Challenge. Ihr habt gesehen, dass ich mein, das ist alles chronologisch gedreht worden. Ich habe gerade meinen Esslöffel Maggi gegessen und es war... Widerlich, ich werde nie wieder Maggi essen. Nie wieder Maggi, was? Bis morgen Mittag. So, Freunde, ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich denke mal, das nächste Mal werden wir vielleicht, ohne jetzt zu spoilern, ein Kochvideo wieder machen oder ein Backvideo. Ja, das können wir machen. Ich schaue wieder mal ein neues Rezept. Mit Maggi, Maggi. Okay, also, mein Name war Freddy. Das war Steffi. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und tschüss. Ciao.